Einen wunderschönen Tag, meine Freunde und Spotify, Co. Und ihr wisst Bescheid. Heute gibt's wieder eine wunderschöne News-Sendung von uns. Mein guter Kollege Madaniel ist natürlich auch wieder voll am Hascheln. Und erstmal ein gut Kick in die Runde, Madaniel. Wie geht es dir? Mir geht's blendend. Ja, das hat jetzt aber gedauert. Ich muss erst überlegen, ob ich die Wahrheit sage oder lüge. Wir haben einen Fan-Kommentar für dich speziell. Soll ich das dir dann mal vorlesen? Hast du da Interesse dran? Sehr gerne. Sehr gerne. Warte. Warum hört sich Manuel eigentlich seit Jahren an, als hätte er ein altes russisches Militärfunkgerät? Kann der arme Wichser sich nicht mal langsam ein ordentliches Mikro zulegen? So, das ist von Benner86TH. Grüße an Benner. Musste ich natürlich liken. Willst du dich dazu äußern? Also, die meisten Zuschauer wissen das ja nicht. Ich habe regelmäßig früher mit den Original-iPhone-Kopfhörern aufgenommen oder mit gar keinen. Und mittlerweile, ich glaube seit gut einem Jahr, nehmen wir mit meinen Bose-Kopfhörern auf. Und ich finde den Klang voll in Ordnung. Das Einzige, ja, was immer unterscheidet, ist, wo ich aufnehme. Ich habe schon Shows aus dem Auto aufgenommen, aus der Küche, wie ihr wisst. Ja. Aus der Werkstatt habe ich auch schon aufgenommen. Du musst nur, was ich halt bevorzugen würde, wenn du mal rotzen musst, dass du da nicht direkt reinrotzt ins Mikrofon. Das würde mir schon echt reichen. Sowas halt. Das ist menschlich, ich muss mich dafür nicht schämen. Nein, du musst aber auch nicht wie ein Pavian da reinrotzen. So, fertig. So, komm ja, ich muss hier ein Meme drücken, da du das Wort jetzt zu dir passen. Moment. Okay. So, du hast ja deine Fresskarriere beendet und du bist ja jetzt nicht mehr Masse as fuck. Du bist ja, Defizit bist du gerade nicht, oder? Du ernährst dich jetzt ein bisschen gesünder. Genau. Also mein eigentlicher Plan war es, 3 Wochen lang ein hartes Defizit durchzufahren und dann 1 bis 2 Wochen auf Erhaltungskalorien zu gehen oder leichten Überschuss, um die ultimative Qualität rauszuholen. So als wenn man sich auf einen Fotoshoot vorbereiten würde. Nee, mein Ziel war es tatsächlich, parallel zu einer 80-Stunden-Woche versuchen, in Topform zu kommen. Mhm. Und geschafft? Boah, erst war ich total angepisst und am Struggeln. Aber wenn ich jetzt im Training bin, ich weiß nicht, ob die Leute, ich höre mich auch, glaube ich, ziemlich monoton gerade an. Ich bin einfach im Arsch. Also ich merke die letzten Wochen gerade herbe. Ja, dein Freier. Ich denke tatsächlich, dass ich, also wenn ich ins Training gehe, du kennst das vielleicht, das Gefühl, wenn man sich selber dann wohlfühlt in seiner Haut, performst anders, du ziehst anders durch. Das ist hier, glaube ich, das, was die Leute auch beschreiben, wenn die auf einen geringen Körperfettanteil trainieren. Man ist auf einmal nicht mehr so lethargisch, wie man eigentlich sein müsste, weil man so eine geringe Kalorienzufuhr hat, sondern du knallst halt herbe durch, weil du von deinem eigenen Spiegelbild motiviert wirst oder weil du dich agiler fühlst oder du weißt, was ich meine. Ja, Das habe ich momentan jede Einheit. Oh, das ist doch geil. Du bist doch wahrscheinlich einer der wenigen, der das zurzeit hat. Ja. Jo. Aber dann halten Sie mal dran fest, junger Herr Kleitner. Und dann wird das mit dem Massepimmel, würde ich behaupten. Hab auch noch nie zu so einer Jahreszeit sowas gemacht. Ich hatte einmal eine Diät gemacht im Oktober. Mhm. Und da war ja komplett Schwachsinn. Weihnachten hatte ich auch alles wieder drauf. Ja. Und ich muss aber sagen, das war jetzt echt ganz geil. Alle waren so ein bisschen im Weihnachtsstress und mit Corona gefickt und so ein Scheiß. Mhm. Und ich habe mich einfach nur darauf besinnt, meine Woche rumzukriegen und halt abends noch ein bisschen im Training zu performen. Und ja, hat mich ein bisschen abgelenkt, der Scheiß. Man muss aber so sehen, Leute stecken sich immer Ziele, ab den und den Tag fange ich jetzt an mit meiner Diät oder gehe jetzt ins Gym oder hör auf zu rauchen. Nein, Leute, macht es wie der Junge mal. Daniel zieht einfach von heute auf morgen durch. Fertig. Was, Manuel, wenn du das auf YouTube machen würdest, als Influencer, Fitness-YouTuber, das würde durch die Decke gehen. Natürlich musst du da noch ein bisschen Assi-TV machen. Natürlich. Aber, komm, genug gequatschelt. Wir kommen jetzt zu Pamela Reif. Die ist rein zufällig beim BVB. Oh, und der treue Zuschauer wird wahrscheinlich sagen, hey, BVB, ist der Flexi nicht BVB-Fan? Ja, das bin ich. Ich bin sehr angetan.
Aber ich muss da. Komm, wir lassen es. Ach komm, das ist der gute Emre Can. Da links und da rechts ist die Pamela, wie man hier unweigerlich erkennen kann. Und wir lassen jetzt einfach mal. Wir lassen einfach mal laufen. Das Geschenk, das darfst du dann auch persönlich behalten. Ach, vielen lieben Dank. Gerne, kannst du auch gleich anlegen und dann schauen wir mal, wer den höheren Puls hat. Oh, bei dir hätte ich auch einen hohen Puls. Aber Dortmund, nicht lustig, direkt Werbung reinzuknallen. Was sind das? 1:1? Mit 1:1. Da, ich habe eben Apple gelesen. Finde ich nicht gut, aber wir lassen mal weiterlaufen. Ich habe eigentlich immer einen niedrigen Puls. Mal schauen. Ja, ich war gerade vorhin auch schon ein bisschen höher als deine Mitspieler. Ja? Mhm. Okay, warte, das hören wir uns jetzt nochmal an. Wir hören das jetzt nochmal. Ich muss da jetzt nochmal, als BVB-Fan muss ich da jetzt nochmal reinhören. Dann schauen wir mal, wer den höheren Puls hat. Ich habe eigentlich immer einen niedrigen Puls. Mal schauen. Ja, ich war gerade vorhin auch schon ein bisschen höher als deine Mitspieler. Ja? Können wir das jetzt... Also hatten die Mitspieler viel Spaß? Ach, ich habe das jetzt nicht rausgehört, was du da raushören willst, ehrlich nicht. Ich will da, du hast es aber rausgehört, weil du gedacht hast, ich höre da was raus. Ja. Vielleicht sind wir die Raushörer. Nein, wir wollen ja natürlich jetzt nicht hier irgendjemanden schlecht machen. Ich möchte ja auch nicht schlecht über meinen Verein reden, natürlich nicht. Und die gute Pamela, die zieht ja durch. Die zieht, guck dir mal die Übung an. Kannst du das? Streckst die Beine Richtung Decke und drückst dann praktisch die Luft Richtung Decke weg. Übel anstrengend. Immer auf die unteren Bauchmuskeln konzentrieren. Das ist jetzt für dich alles einfach. Ja, das ist das Anfänger-Workout, Emre. Anfänger. Aber ich wäre schon hart abgelenkt, also die Übung durchzumachen. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ich habe mal die Kommentare durchforstet. Bin, als meine Mutter reinkam, zu Pornhub gewechselt, ist da leichter zu erklären. Meine Güte, ich habe hier schon da Wortfindungsprobleme. Habe ich dir erzählt, dass ein Kumpel von mir das Workout vom Sascha Huber täglich macht? Bitte weiter skippen. Können wir das? Moment. Gebe ich mir nicht, das kann ich nicht sein. Ja. Ich habe das nie ernst genommen, weil ich mir dachte, das macht sowieso keinen Schwanz. Und jetzt kenne ich tatsächlich einen, der das macht und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Boah, ich weiß nicht, was. Oh, ich habe bis. Nee, ich drücke jetzt nichts. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade sehr schockiert. Haben wir irgendeinen Schockierungsbutton? Das ist banal, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer echt macht. Ich hab kein. Warte, ich hab hier noch was. Also, ich zumindest nehme ihn noch ungern in den Mund. Oh, war der falsche Knopf. Egal. Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen. Sascha Huber, aber der hat halt so ein typisches Bam in die Fresse, Bam, Bam. So, der hat so einen halben in der Art, so wie in diesem Gaming-Genre. Hat er sicher, ich weiß nicht, ob er sich da so ein bisschen abgeschaut hat, auch diese schnellen Wechsel und dieses Überzogene mit dem bisschen Schreien und auch wieder nicht. Ich weiß gar nicht, schreit er viel. Auf jeden Fall hat er dieses Überzogene und das kommt in der Gaming-Branche auch ziemlich gut an bei den Fans und das haben jetzt so die Fitness-YouTuber vielleicht ein bisschen, manche für sich entdeckt, dass es halt gut zieht. Wie bei, hatten ja vorhin, haben wir das ja gequatscht mit Steve Bantin und Hollywood Matze. Also der Videokater, der ist ja extrem geil. Und wenn ihr die Videos seht von den beiden, sind viele Videos von der Gaming-Industrie, von den Leuten, die zocken. Und deswegen schauen das auch so viele und sind auch so beliebt. Und das ist halt fast 1:1 so vom Format her, vom Schnittstil dasselbe, ja. So, aber ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Ich will nochmal, auf jeden Fall schreiben sie, ja, Emre versucht zu sehr Haller zu bleiben. Es macht zu viel Spaß. Also das ist, steht auf drinne, sehr hübsche Frau und so. Und ich habe dann so ein bisschen so gemerkt, natürlich ist Pamela hübsch. Aber alle Sätze, die nach dem Aber kommt, ist eigentlich sinnlos. Wissen wir ja. Aber, ja, wir sind so verblendet von dieser ganzen Fitnessindustrie mit dem Körperfettanteil. Wie kann es sein, dass für uns vielleicht sogar eine Pamela Reif dann nicht mehr als übelst, als wunderschön durchgeht? Wir sind total verblendet. Jeden, den du diese Frau zeigst, der nichts mit diesen Bodybuilding und Co. an Hut hat, sagt, boah, Traumfrau. Und wir sagen uns, naja, da könnt ihr noch was an den Oberschenkel. Weißt du, das ist total krank. Ja, ihr Oberschenkel finde ich ja kacke. Ja, na genau. Jeder normale, also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, boah, eine Pamela. Bevor ich hier mein siebenjähriges Yoga-Training durchgezogen habe, hätte ich gesagt, die Pamela, das ist eine Traumfrau, körperlich perfekt. Und jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, was ich abonniert habe und was ich manchmal schaue, nee, ich schäme mich. Ich habe erst heute mit einem Kumpel drüber gesprochen, die Perle, die ich zum allerersten Mal gebumst habe. Ist jetzt nur noch eine 5.
Ja. Oh, wir sind jetzt schon wieder so abwertend. Wir können doch nicht Pamela Reif sagen und dann auf einmal sowas droppen. Was willst du denn einen Shitstorm wirklich, kassieren? Die ist wirklich beim besten Willen nicht hässlich, aber ich würde die verleugnen so, weil ich einfach, mein Standard hat sich so heftig hart angepasst. Ja, das hat das mit dem Sport zu tun. Ja, ist echt so. Ja, weil du auch ab und zu mal hübsche Leute siehst, so wie den Mike Sommerfeld oder so. Das ist halt ganz normal. Ja. 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 Auf jeden Fall kommen da jetzt noch mehr Mädels. Ich habe mal geguckt, hier ist Mareike Spalek. Kennst du davon? Komm, wir lassen mal das Intro. Komm, wir lassen mal das Intro laufen. Da kommt die Mädels. Trainiere mit den besten Fitnesscoaches und den Profis des BVB. Pamela Reif, Alisa Schmidt. Die ist hübsch. Die kenne ich aber nicht. Die ist, glaube ich, Sprinterin. Alisa Schmidt ist, glaube ich. War das Alisa? Ich glaube. Mareike Spalek, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal nachgucken. Sagt mir überhaupt nichts. Fernanda Brandao. Die kennen wir. Der hat auch mit Iron Mike hat die Interview gehabt. Auf der McFit Casting Couch, glaube ich. War das bei McFit? Ja, die war auch mega cool. War das nicht beim Egon Kowalski? Alter, das reicht. So, wir kommen zu jemandem. Abonniert du kennst BVB. Ihn wieder, ne? Na klar, dass du den kennst. Ich habe keine Ahnung, von was sie hier reden. Ich kenne nur den Drachenlord. So, aber wir nutzen mal heute nicht den Rainer Winkler, wir nutzen mal BVB als Clickbait. Natürlich, BVB-Fans, grüßt euch. Ja, haben wir auch wieder verloren. Danke, danke. So, nee, passiert. Und jetzt kommen wir zum Kevin, ich ruder. Ach, nee, scheiße, jetzt habe ich den Witz schon. Was ist Kevin Wolters seine Lieblingsübung? Keine Ahnung. Zurückrudern. So. Okay, der war gut. Ja, den habe ich auch abgelesen, der stand hier, glaube ich, irgendwo drin. Das ist nicht von mir. Nicht, dass er denkt, Flexi hat jetzt wieder übelst die Einfälle und er YouTube-Werbepreis. Geht bitte in die Kommentare. Also, ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, vor allem sowieso nicht mit diesen Drachenlords und ja. Auf jeden Fall rudert er zurück und wir lassen jetzt einfach mal laufen, was er dazu zu sagen hat. Und danach kommt die Rainer Winkler Roomtour. Feinstes Met für die ganzen Hater unter euch. Werden wahrscheinlich schon viele gesaved haben, das Video, weil späten Samstag soll das dann offline gehen. Oder an den Tag halt, oder irgendwann heute wird das dann offline genommen. Auch das vorherige und davor das Video. Also, liebe Drachenfans, wenn ihr noch Met haben wollt für die nächsten Jahre, Roomtour, ladet es euch herunter und wir spielen jetzt ab. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Und bevor das eigentliche Video losgeht, und zwar die Drachenlord-Doku, die wir eigentlich planen wollten, oder vielmehr jetzt die Roomtour, die da draus geworden ist, weil wir einfach nicht genug Material hatten, bringen wir euch jetzt dieses Material, was wir eigentlich erst Weihnachten rausbringen wollten. In erster Linie möchte ich sagen, ja, ich war anscheinend unglaublich schlecht vorbereitet. Also wir haben natürlich recherchiert ein bisschen, wir haben ein bisschen gegoogelt, wir haben ein bisschen was gemacht, aber das Thema ist so tiefgründig, wir haben einfach nicht damit gerechnet, dass da so viel los ist. Also ich habe es gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich kannte Rainer bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Ein Freund hat mich auf den Trichter gebracht, da vielleicht mal ein Interview zu machen und vielleicht mal zu vermitteln zwischen den Hatern und Rainer Winkler, aka dem Drachenlord. Und dann dachte ich mir natürlich, okay, fahren wir dahin, stellen ihm auch mal ein paar kritische Fragen. Vielleicht kann man ja da ein bisschen Aufklärung betreiben. Wir wollten Ich glaube, auch sein Sponsor hat ein bisschen Druck gemacht, hat gesagt, Kevin, Alter, du zerschrottest deine Karriere in unserer Marke. Das war auch ein bisschen, dass die Leute auch mit ihm gequatscht haben. Er sagt ja auch, dass ihr Freunde und so gesagt haben, was hast du für eine Kacke gemacht? Aber die Fragen, die sie in den Drachenlord gestellt haben, die kann man nur wissen, wenn man da ein bisschen Recherche betrieben hat. Wisst ihr? Ich hab's ja auch später geguckt, aber bevor ich zu jemandem hinfahre, frage ich auch mal, okay, was hat der alles so gemacht und kenne ich den schon länger oder auch nicht? Weil wenn ich ihn gar nicht kenne und dann komplett einen auf Anti-Mobbing mache. Kevin hat ja auch ziemlich harte Anti-Mobbing-Videos bekommen, wo er ja sagt, du siehst aus wie ein Huren-Piep-Piep-Piep oder was dieser Bastard oder so, Synthol und Co. Und auch das hier mit Ducky B, war das Ducky B? Wo sie auch übelst beleidigt, wo sie im Kaffee sitzen, hat man ja auch vor ein, zwei Shows gehabt. Ja, und das ist ihn halt zurückgefeuert bekommen und dann auch mit der Bundeswehrkarriere. Ob das jetzt so stimmt, was die Leute jetzt schreiben, dass das alles, als sich größer macht, als er ist, weiß ich nicht. Habe ich nicht recherchiert, hat mich jetzt auch echt nicht interessiert.
Ja, auf jeden Fall rudert er jetzt zurück und das sieht man auch an seinen Like-Dislike-Verhältnis. Ja, es ist jetzt nichts mehr. Kommt jetzt überhaupt noch was sekündlich rein, ist die Frage. Wir machen mal. Vor 5 Minuten, vor 10, 15, ja, ist eigentlich alles ganz halb normal. Warum schaltest du nicht noch öfter Werbung? Wäre super sympathisch. Ich bin natürlich ein Nicht-Gönner. Ich habe natürlich die Werbeblogger, den Werbeblocker an, wird auch unserer Show extrem, ja, permanent Werbeeinblendung. Und dann sieht man halt das Drachenlord-Video. Ich will es jetzt euch nicht zeigen, weil wenn das Video offline genommen wird, kann es passieren, dass dann YouTube sagt, hey, nö, nimm offline. Noch ein ganz kurzes Statement zu unserem Troll-Talk. Wir hatten ein Video, Trollikus hat ja ein Video mit seinem Kumpel gedreht beim Drachenlord. Das Video habe ich hochgeladen auf dem Zweitkanal. Hab das freigegeben, wurde direkt gesperrt. Dann habe ich einen Filter drüber gemacht, einen Comic-Filter. Wurde nach knapp einer Woche gesperrt. Und deswegen kann ich das nicht zeigen. Die Show, die geht eine Stunde. Weil wir da wirklich 30 Minuten lang über dieses Video reden von der Schanze, von dem Besuch. Und ich will auch keinen Strike riskieren auf unserem Kanal. Weil mein anderer Account hatte eine Woche Upload-Verbot bekommen. Wegen Hass und Mobbing. Also, und das kann ich nicht auf unserem Hauptkanal, will ich auch gar nicht haben. Und nee, das denke ich mal, kann jeder nachvollziehen. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Sonst können wir kein YouTube mehr machen. Weil wenn wir diesen Strike kassieren, können wir nicht mehr livestreamen. Das kommt dann auch noch dazu, was viele dann nicht wissen. Ja. Ach, nie wieder. Dann bist du erstmal Oder? schwarz, dann bist du ein schwarzes Schaf und wenn, also, ich weiß nicht, wie man dann mehr da rauskommt. Ich habe noch nie gehört, dass YouTube das zurückgenommen hat, so ein Strike. Wenn du mal gefleckt bist, dann bist du gefleckt. Dann ist es ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Wollen wir nicht Jetzt macht riskieren. mir halt viel zu viel Spaß. Nee, dann braucht man, hat war ja alles die 2 Jahre umsonst. Ach, apropos, 2 Jahre. Wir haben ein Jahresrückfick bekommen. Wir haben 1 Million Minuten im Jahr abgespult. Also habt ihr unser Kanal geschaut. Richtig geil. Dickes Danke dafür. 1 Million Minuten, ey, für so einen kleinen Kanal. Damien hat da auch was veröffentlicht gehabt. Damien hat, glaube ich, das Vierfache an Abonnenten und er ist auf 2 Millionen gekommen. Muss ich sagen, geil. Das ist schon echt geil, Also ja. Damien geil und wir natürlich auch für unsere fast 800 Leute. Natürlich sind jetzt aus den letzten Wochen die auf 800 zusammengekommen. Also ich tipp mal so durchschnittlich waren das so 600, 650 Leute immer so, die uns da schon gepusht haben. Kann nur nächstes Jahr besser werden. Vielen Dank, Leute, für den Support. Ja, auf jeden Fall soll das erstmal mit Rainer gewesen sein. Ich weiß, die Rainer-Matt-Freunde warten jetzt schon auf die Rollstuhl-Staffel. Also die Rollstuhl-Staffel ist so, dass da Rainer ein Bein abgenommen wird und im Rollstuhl ist. Also, falls du dich jetzt fragst, was ist denn die Rollstuhl-Staffel? Darauf fiebern sie hin und ja, kann man böse sehen, aber macht euch mal mit dem Drachenlord-Game vertraut. Es ist alles so, ja. Ja, Wie wisst ihr machen wir das denn Bescheid. eigentlich mit dem YouTube-Button dann? Kriegen wir den wöchentlich, tauschen wir den untereinander aus oder kriegt jeder von Was? uns einen? Was jetzt Wenn nochmal? wir den, wenn wir den YouTube-Button kriegen. Ah, der ist nichts mehr wert. Der war früher mal aus reinem Guss irgendwie und jetzt ist er einfach nur noch Schmutz. Also kann ich ihn haben. Nein, den werde ich mir hier hinten aufs Klo hängen. Weil ich nehme ja aus dem Klo auf. Weiß ich nicht. Alter, wow, wie viel brauchst du? 100.000? Ja. Ich weiß. Ja, Manuel, wenn wir 100.000 haben, werden wir wahrscheinlich dann um die Welt segeln. Und dann, ja, weiß Bescheid. Und verkaufen dann unser eigenes Protein und sagen, der Booster schmeckt. Ach ja, Moment, Moment, wenn der Booster auch schmeckt. Und im Leben werde ich mir nichts kaufen von Garnicus. Im Leben nicht. Ja, das war jetzt Goku. Da habe ich jetzt auch mal recherchiert, weil Goku ist ja schon seit geraumer Zeit von der Bildfläche. Er macht noch Patreon-Videos. Letzte vor 7, 8 Tagen hat er auch hochgeladen oder 10 Tagen. Also Goku lebt noch in dem Sinne, aber es kommen halt keine Videos mehr zur Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, wisst ihr Bescheid. So, und jetzt kommen wir zu etwas, ja, lustigen oder auch nicht. Wer es mitbekommen hat, Mike Sommerfeld hat es nicht geschafft, in die USA zum Mr. Olympia einzureisen. Und da gab es von Stevie Bentinho: So wunderschön kann es aussehen, wenn man in Wettkampfform im Flieger auf dem Weg in die USA ist. Wunderschöne geschossene Foto von Thomas Koch als letztes Jahr, bla 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 bla. Ja, so mal rein, hat der Steve mal reingedrückt. Und hier, die Maske. Noch extra für dieses Jahr noch. Er hat schon sehr viel Humor. Und dann hat Mike was gepostet gehabt, sein Video.
Und hat dann sich noch erklärt. Und dann hat Steve drunter geschrieben, na, das ist nicht gut, Mike. Und da haben natürlich alle drunter geschrieben gehabt, haha, lustig, haha. Sowas passiert salatessenden Vollprofis bei 250 Tests die Woche. Lässt du dich halt keiner an Bord. Lässt dich halt keiner an Bord. Sorry. Also haben sie ihn wieder genau das zurückgeschossen, was er immer mit dem Salat, unprofessionell. Und mit 250 Milligramm Testo wirst du nicht so und so. Und ja, ich glaube, die ein oder anderen kennt die Story. Aber ihr dürft nicht vergessen, Steve Pantin hatte in England mit Mike Sommerfeld und seinem Vater gequatscht und hat auch gesagt, hey, die waren so korrekt zu mir, die beiden. Es ist alles gut. Es ist wirklich, entfacht da jetzt kein Feuer. Weil mir kommt es nämlich zurzeit vor, dass halt viele Steve Pantin-Fans und allgemein die Instagrammer machen sich lustig, die YouTuber-Co. machen sich halt jetzt lustig darüber, aber die Fans sehen das zu hart. Weil ihr seht hier, er hat 456 Likes, 1651 Dislikes. Da stehen halt Kommentare drunter, Steve findet das unprofessionell. Sommerfeld wollte mit diesem Wasserkopf zum Mr. O, haha, ist klar, haha. Ach ja, der ist sogar ein Abonnent von uns. S.J. Habe ab und zu mal bei uns gesehen. Im Off-Season-Form braucht man auch nicht dahin fliegen. Also haben sie ihn jetzt seine Form. Du solltest dich schämen und bei dem Sponsor und vor allem Coach entschuldigen. Mit Salat kommt man nicht zum Mr. O. Und so einer nennt Steve Pantin unprofessionell. Kümmere dich lieber erstmal um Persönlichkeitsentwicklung. Da ist was grundlegend falsch bei dir. Alles getan. Dann sich nicht mal gescheit informieren über die Abreise. Hauptsache immer neu mal klüger tun und sich einmal die eigene Schuld eingestehen zu können. Mike Sommerfeld, Hannah Montana des deutschen Bodybuildings. Es geht die ganze Zeit so weiter. Sie nehmen ihn aber auch wirklich alles krumm. Egal was er jetzt dann noch sagt. Ja, du warst nicht mal richtig in Form. Was soll man dazu sagen? Ja. So, wir lassen das jetzt nochmal ablaufen. Ich wollte es jetzt nochmal aufzeigen, wie der Gegenwind auch so ist. Ich lasse jetzt mal ein bisschen was von Ihnen laufen. Diesen Covid-19-PCR-Test in keinen Flieger einsteigen darf. Und das Blöde ist, wir wussten von dieser Regelung nicht, weil die ganz, ganz frisch ist. Bedeutet, wir sind hier am Flughafen, ohne dass ich irgendeinen Test habe. Und der kürzeste Test, den man machen kann, ist 6 Stunden. Das heißt, wir machen den jetzt und in 6 Stunden kriegt man den Test. Und in einer Stunde ist Boarding und in eineinhalb Stunden geht unser Flieger. Das heißt, es wäre auf keinen Fall möglich. Jetzt bin ich zur Airline gelaufen und zurück. Und das Problem ist, keiner hat irgendwie eine Ahnung, was man machen kann. Welchen Test man wann machen kann, ob man ihn hier braucht. Okay, wir gehen gleich weiter. Er hat es nicht geschafft. Das ganze Jahr lang riesen Remi-Demi gemacht. Ich habe versucht, alles, also wirklich alles zu tun, was in meiner Macht steht. Mehr als das. Ich habe versucht, mit meinem Kopf Wände einzubrechen, die ich vielleicht nicht hätte einbrechen sollen. Aber wie gesagt, ich habe alles getan, um an diesem Wochenende auf der Mr. Olympia-Bühne zu stehen. Fakt ist, ich werde nicht da sein. Ich kann jetzt mehr Zeit mit Oma verbringen. Ich kann... So, warte, wir lassen weiterlaufen. Ja. Die ersten 5 Minuten denkst du dir, boah. Und dann guckst du ein bisschen weiter. Erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass ich nicht einreisen darf. Ich habe mich vor vielen Tagen schon kundig gemacht und habe um Gottes Willen bei jeder Behörde angerufen, was möglich war. Ich habe zum Beispiel bei BravoFly angerufen, wo mein Flug gebucht wurde. Dann habe ich bei Delta Airlines gelaufen, irgendwie so, also es ist sehr, 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 sehr kompliziert. Dann habe ich beim Bundespolizeipräsidium, war das, glaube ich, angerufen. Dann beim Konsulat in den USA, in Deutschland. Dann habe ich bei C2Gene angerufen, das sind die Corona-Tests. Das war ein bisschen vorgespult von ihm. Aber keiner hatte Info. Also nicht so 100%. Matze hat mir den Tipp gegeben, mach einen Corona-Test. Den wahrscheinlich Matze Butze. Esther ist klar, habe ich gemacht. Die ganzen Arbeitsverträge. Ich habe 2 verschiedene Ausführungen. Einmal von der IFB Pro League und einmal von dem Mr. Olympia. Spur nochmal. Ich habe sogar extra noch einen Test, Corona-Test vorher gemacht, der dann negativ anzeigt, wenn ich in den USA lande, dass ich... Und darauf haben sich viele aufgehangen, dass er den Test ja nicht gemacht hat. Das haben die meisten nicht verstanden. Er hatte den Corona-Test vorher auch gemacht. Aber die meisten sagen, du hast keinen Corona-Test gemacht und hängen sich jetzt halt auch darauf auf. Und ich lasse nochmal weiterlaufen, Moment. Und dann sagt mir die Dame, ja, es gibt jetzt einen Antrag, den müssen Sie stellen bei der US-Botschaft. Die US-Botschaft verteilt dann Interviewtermine. Zu dem Interviewtermin müssen Sie kommen oder es würde auch online gehen innerhalb 5 bis 10 Tagen. Dann sage ich dir, das ist ja schön.
aber mein Flug geht in 1,5 Stunden. Dann sagt sie, da kann ich nichts für sie tun. Und da er den Online-Termin nicht hatte, konnte er jetzt nicht hin. Ja, ich weiß, dass ihr, Mike Sommerfeld hat sich schon sehr viele Fox-Pässe und Co. erlaubt. Ihr wisst auch, wie ich dazu aufgestellt war und auch öfters mal was dagegen gesagt habe. Gegen das Gürteltierchen und gegen die CBD-Kacke und was er da so werbungsmäßig abgezogen hat. Fand ich auch nicht geil. Ob er jetzt sympathisch oder unsympathisch ist, muss man jetzt mal komplett rauslassen. Auf jeden Fall, diese ganzen Dislikes, das sind jetzt auch lustige Kommentare. Ich habe auch schon viel was anderes gelesen. Es ist auf YouTube, ist es, oder allgemein in Social Media ist es halt, ich finde es jetzt auf alles bezogen, was manche Leute sich einfach erlauben, in die Kommentarleiste reinzutippen, die in ihrem Leben nichts geschissen kriegen und wirklich nur Drama, Drama, Drama sehen wollen. Hört doch einfach auf damit. Das hat der Mike Sommerfeld so auch nicht verdient, das so abgewascht zu werden. Ich weiß, ihr, die meisten sagen, ja, dieser unsympathische Typ und bla, das hat er schon verdient. Nee, Leute, wenn ihr irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder sonst irgendwas und was mit Herzblut macht, das trifft ihn auf jeden Fall. Das ist ja nicht so gewohnt. Auch wenn Steve Pantin immer einen auf Haha ihn immer stichelt, Steve stichelt euch quasi an, aber Steve meint es nicht so bösartig, wie ihr das in diesen Kommentaren reflektiert. Also wir sind immerhin alle noch Menschen und diesen kleinen Shitstorm, den ihr jetzt, ist ja schon ein größerer Shitstorm, oder? Wann hatten wir das letzte Mal, dass jemand so gedisliked wurde? Ist gar nicht. Also, ich muss dir echt sagen, also erst einmal möchte ich mich echt hier bei der Community entschuldigen, dass ich heute so leise bin, aber ich bin auch echt krass im Sack. Und ich muss jetzt echt ein Thema abwarten, wo ich was zu sagen kann. Und hier, du weißt ganz genau, ich bin der Hater vor dem Herrn. Ja. Vor Jehova. Ich mag den Mike nicht besonders. Du hast ja gerade schon gesagt hier von wegen, er ist nicht der Sympathische und sowas, ne? Ja. Und ich pflichte dir eigentlich bei, dass man ihn dann nicht so runtermachen muss, erst recht nicht, wenn man fast ein Jahr lang Vorbereitungen hinter sich hat und, ne? Aber beim besten Willen, wenn es unmöglich gewesen wäre, dann wäre keiner beim Olympia. Ja, natürlich, das kannst du ihn auf jeden Fall ankreiden. Auf jeden Fall, mir geht's einfach nur um den Umgang der Leute, weißt du? Jetzt aufs Allgemeine bezogen. Wie sie mit dir umspringen im Internet. Er hat sehr oft eine übertrieben große Fresse gehabt und ja, das stimmt auch Aussagen gebracht, wo man echt sagt, Junge, das hättest du dir noch dreimal durch den Kopf gehen lassen sollen. Und jetzt hier rumzuknattern, tut mir leid, aber zumindest einige Kommentare sind hier gerechtfertigt. Ja, aber er hat aber auch wieder nicht den Holocaust geleugnet. Weißt du, sowas hat er ja auch wieder nicht gemacht. So, weißt du? Rainer Winkler zum Beispiel. Ich versteh, was du meinst. Aber mir geht's im ganzen Groben, egal auf welchen YouTuber ihr da schreibt, überlegt einfach mal, was ihr schreibt und warum ihr das schreibt. Müsst ihr das schreiben? Nein. Manchmal muss es einfach sein. Ich erinnere mich damals an Karl S., das musste einfach sein. Ja, der hat ja auch schöne Penisbombe und hat ja gewämmert und hat ja auch Kollegat und der hat ja ganz schön, also der, ja, da auf jeden Fall. Und ich verstehe euch auch, was ihr da, manches, was da geschrieben wird, verstehe ich auf jeden Fall, aber lasst es euch einfach mal durch den Kopf gehen. Werdet ihr vielleicht auch mal von jemand anders beeinflusst? Oder meint derjenige, der Videos macht und darüber auch sich lustig macht, meint der das wirklich so? Weil viele, ich glaube, wenn jetzt Steve nicht so, es ist ja nicht nur Steve, es sind ja mehrere, die mal so ein bisschen so mal in den Sack hauen aus Spaß. Aber wenn die darüber kaum was sagen würden, denke ich, da hätte er wirklich so, hätte er weniger Dislikes. Natürlich freuen sich jetzt die ganzen Steve-Anhänger. Steve hat ja auch eine riesen Fanbase, von daher. Aber, ja. Ich glaube, er ist genug gestraft, dass er da nicht hinkonnte. Und ich habe gelesen gehabt, nee, er wollte da sowieso nicht hin, weil er nicht in Form war. Das sei jetzt dahingestellt. Ich will ihn jetzt auch nicht in Schutz sehen. Ich betrachte dieses Video eigentlich nur mal als reiner YouTuber-Influencer, wie es laufen kann. Und ich denke mal, das ist dann auch wie, nee, das wird nie vergessen sein. Das wird nie vergessen. So, da gab es noch was dann hier noch, Screenshots und so. Das brauche ich euch auch nicht zeigen. Rechtfertigt er sich nochmal. Wir gehen jetzt auch weiter. Ich will das Thema jetzt gar nicht. Haben wir jetzt 7-8 Minuten? Reicht. So. Manuel, Frauen, damit hast du ja auch nichts zu tun. Das ist keine Frau, das ist die Frau von Simon Teichmann. Warte. Ich liebe Seithebemaschinen, schön schwer, die mich so schön zerdrücken. So, Seithebemaschinen in die schönen Ärmchen reingehauen, die ihn zerdrücken. Und die ist für mich tatsächlich ein Mysterium. Der Simon ist ja... stabil. Ich sag mal einfach, nee, der ist menschlich, weil der Simon auch mal ein bisschen mehr ist und so, ne, also...
obwohl alles, was er verkauft, perfekt ist, ist er ja nicht so perfekt. Simons perfekt. Aber tatsächlich ist seine Frau perfekt. Also ich vom Gesicht jetzt hier mal außen vor, so, ne, ist. Aber musst du dann immer das wiederholen? Aber. Ja, jeder Geschmack ist verschieden und so, ne? Also das ist die Schmetterling. Ist nicht die ich jetzt präferieren würde, wenn ich da im bitte Club wäre und 30 Euro auf den Tisch haue. Bitte sag, Alter, das muss ich komplett rausnehmen, ja. Ja, bitte. Ja! Du wärst es doch in der Auslegungssache, oder? Aber nein, wenn du jemanden mit Schmetterling und ich lege ihm 20 Euro auf die Dresel miteinander doch, verbindest. Das hast du gar nicht gesagt, Alter. Ja, doch. Okay. Ich habe gesagt Club. Ach so, ja, ich habe Puff verstanden. Siehst du, das ist immer sehr okay. Ja, hau raus. Das ist dein Problem. Du deutest immer alles falsch. Ja, Club ist doch Puff. Ich will damit nur sagen, ich würde dir vom Gesicht her keine 10 geben. Aber vom das Körper, das ist, Simons Frau ist ja eine Mutter. Und die war kurz nach der Entbindung wirklich schon absolut in Topform. Und da frage ich mich echt krass, also wie viel Arbeit steckt da drin? Simons Perfect Produkte. Steckst nicht drin. Da steckst du nicht drin. Wir da sowieso nicht. Drin. So, nee, wir nicht. Wollen wir mal laufen lassen? Oh, vielleicht steckt da jemand anders drin. Vielleicht kommt der Drinstecker ja noch im Video vor. So, weiter geht's. Aber vor allem eben auch als Psychologe, der sehr, sehr viele Zuschriften von Frauen bekommt, denen es in der Zeit gerade nicht so gut geht, die den Sport nicht ausführen. Wir sehen es auch an den Videos, in den Trainingsvideos auch auf dem Hauptkanal, aber besonders auch auf dem Frauenkanal, dass die Videos wenig geklickt werden und ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften von Frauen, die zum Beispiel auch Mütter sind, wir haben viele Mütter auf diesem Kanal, die dann schreiben, mir geht es schlecht, ich kann nicht trainieren, ich trainiere nicht, ich bin zum Beispiel gerade im Homeoffice, weil die Kita wieder zu hat und so weiter. Ganz, ganz viele Zuschriften auch von Frauen, die sagen, wofür soll ich überhaupt trainieren? Und darum soll es heute so ganz, ganz kurz, wirklich, ich möchte euch nur ein kurzes dass euer Mann nicht fremd geht. Ja, Mann, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Dass euer Scheiß-Typ nicht fremd geht, Alter. Ja. Nee, ohne Scheiß. Ich glaube, jede Scheißfrau hat das Problem, dass wenn die so ein wie heißt das nochmal, Couch-Potato-Sack ist, so ein Grützensack, so ein nasser Sack Nüsse mit Müll gefüllt. Kirschkernkissen. Dass der Typ, sobald eine kommt, so eine durchtrainierte wie den Simon seine, ne? Dann seid ihr auf der Abschussliste. Dann muss die 3 provokante Sätze zu einem Typen sagen und dann seid ihr ganz dünnes Eis. Ja, aber du hast doch letztens erst getroppt, dass die Frauen dich am Anfang oberflächlich sehen und dann merken sie, was du für ein Assi bist, was du für einen hässlichen Charakter hast und dann einfach nur wegrennen wollen. Nee, das mit dem asozialen Charakter zieht ja kurzweilig auch nochmal. Und sobald ich mich dann sentimental öffne, dann ist es vorbei. Wenn die dann merken, was ich für ein kaputter Mensch bin. Kommen wir das weiterlaufen. Oh, das ist mir so leid, du kleiner. Ich hab dich nach deiner Meinung gefragt. So, weiter geht's. Ihr habt dann sozusagen auch, ja, ich kann ja nichts dafür, die Gyms sind ja zu und so weiter. Nein, Sport und gesunde Ernährung bringen euch jetzt dazu, wirklich zu merken, dass ihr darüber Kontrolle habt. Das ist ein Punkt, den ihr wirklich kontrollieren könnt. Die halbe Stunde hat jeder. Ihr könnt immer mit den kleinen Homeworkouts und so weiter, ihr könnt trotzdem fett werden, auch wenn ihr 30 Minuten lang trainiert. Oder ihr könnt abnehmen, obwohl ihr nicht trainiert. Ja, das ist einfach so. Ja. Lass mal so stehen. Frauen schauen uns sowieso nicht, von daher können wir jetzt mal schön ablästern drüber. Ich habe einen Saugroboter, der macht besser sauber. Die Frauen, die wir uns gucken, muss ich wirklich mal lassen, ne? Die haben einen Topbody. Cool. Was? Stefan, ehrlich? Rodriguez hat einen Topbody. Ey, hast du mal den Körper von der Anni oder von der Anne gesehen? Leck mich ja mal. Die sind ja brutal. Das sind ja auch halbe Männer. Da kannst du nichts sagen. Haben wir hier irgendwas hier, was hier? Ja, hier für Anni und Anne. Also ich zumindest nehme ihn noch ungern in den Mund. Oh. Ja, oder das hier für Anne und Anni. Durchgehendes Rohr hatte ich. Ich hatte ein dickes durchgehendes Rohr. So, das bist aber heute ganz schön auf der Schleimtour. Wie geht's der Anne überhaupt? Ich habe schon lange nichts mehr gehört. Keksi? Unser Keksi? Unseren Keksi geht's gut an der Oreo. Ist sie im Chat vertreten häufig? Ah, naja, Anne hat ab und zu mal, weiß ich nicht. Die guckt halt gerne Gaming-Sachen jetzt. Die lebt halt gerade so ein bisschen gechillt und will nichts von Sport wissen. Also so newsmäßig. Ah. Aber ihr geht's gut. Aber sie hat auch ein Home-Gym. Ja, sie könnte, wenn sie wollte.
Sie trainiert schon, aber sie will jetzt gerade keinen Fitness-Scheiß schauen. Von daher kann ich das vollkommen verstehen. Das kann ich voll und ganz verstehen. Nee, will ich ja auch nicht, aber ich bin gezwungen, das jede Woche zu machen. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, wir sollten mal irgendwas anderes bereden als auf Fitness. Ja, wollten wir ja noch machen. Es kommt ja der Troll-Talk. Trollikus, da werden wir auch andere Themen machen. Wir wollten ja eigentlich im Monat einmal eine Show irgendwie machen. Ich bin da gerne für alle Schandtaten bereit, irgendwas auch mit dir dann aufzunehmen. Ja, brauchen nur Themen, über was wir quatschen können. Immer Fitness ist natürlich, ja, wisst ihr selber. Ich könnte mich bereit erklären, dass wir das dieses Jahr noch einmal machen. Oh Gott. Solange ich noch locker flockige 28 bin, möchte ich nochmal über das Leben schwadronieren. Ah, was darauf schließen lässt, dass du bald Geburtstag hast. Alles Gute mal, Daniel. Ist Schwulitäten ein anerkanntes Wort? Nein. Schreibt's mir in die Kommentare, ich will's wissen. Ich möchte es nämlich gerne in Zukunft bei gehobenen Konservationen einbauen. Schwulitäten. Oh, ja, stimmt. Ich habe mich gerade auch wieder erkannt, dass ich zu intelligent gewirkt habe, als ich in Wirklichkeit bin. Das ist... Nee, das geht so nicht. Deswegen müssen wir jetzt noch was reinschmeißen. Jürgen Hurenzon. So, jetzt haben wir das Niveau wieder gesenkt um den Faktor 90. Und wir gucken mal, was hier auch... Hier, Simon redet ja immer noch. Aber wir machen uns... Ich finde auch, wir müssen uns viel, viel mehr lustig drüber machen über die Leute. Es darf ja nicht nur News sein. Es muss auch mal so informativ wie nicht möglich sein. So, die gute Emilia. Bagat lernen in 10 Minuten. Also ich sag's, ich find's gut. Komm, wir lassen einfach mal laufen. Oh, nee, keine Pornomusik. Moment. Ist aber laut. Ah, geil. Richtig geil, wie sie sich stehen kann. Schön tief rein. Schön dehn dich, Pferd. Dehn dich, du Katze. Ja, wurde ja auch bemängelt, dass wir bitte wieder mehr Frauen bitte Hintern zeigen sollen und sowas. Ja, was heißt Hintern? Wir wollen jetzt nicht so primitiv sein, das weibliche Geschlecht mehr in den Fokus rückt. So. Eine Güte, warum ist Emilia nicht beim BVB? Also ich weiß schon, warum die jungen Männer das schauen. Weil sie sich dehnen. Die wollen sich halt, ja, die geizig, dehnt sich echt geil, ja. Boah, so, jetzt macht sie noch ihren Spagat am Ende. So einen halben Ganzen macht sie auch noch. Oder Leute, wir machen den Spagat, den zeigen wir euch noch. So. Wenn mich so eine mal auf Instagram anschreiben würde, ne, käme ich auch in Schwulitäten. Aber mit denen, sie muss hier ein Bild schicken. Pass auf, sie schickt hier ein Bild mit Spagat. Und sagt, hey süßer Mann Daniel, ich kenne dich aus der Seinstrologenfamilie. Das wäre so heiß. Das so, wäre so unendlich heiß. Hey, ich bin Mitglied in der Seinstrology-Kirche. Und dann schickt sie dir das Bild. Und dann schreibt sie mir Kommentare, ich habe Manuel Gleitner geschickt. Nee, dann schreibt sie dir, aber eigentlich möchte ich mit Flexi schreiben, kannst du mir mal sein Instagram schicken? So, wird niemals passieren. Ah. Den schreibt immer so eine Alte in die Kommentare, da ist doch der Lappen, der so lange kann. Ja, stimmt. Was ist denn daran jetzt so schlecht? Raust du gerade eine? Okay, wenn du raust, dann muss ich jetzt mein Jackett ausziehen. Damit ich jetzt ärmellos hier sitze. Einfach nur so. Da hat mich echt mal eine Gesicht mit, ne? Mit was? Ich glaube, ich hatte das schon mal von der in der Show erzählt, das war so eine richtige Hobbynutte. Von deiner Show, also bin ich alleine. Gut, dass du das endlich erkennst. Ich habe gar nicht meine Show gesagt, ich habe in der Show gesagt. Ach so. Also eine kleine Hobbynutte war das. Und die hat dann mir eine Frage gestellt, was ich mit ihr machen will. War ich überfordert auf die Frage, ne? Anal? Und ja, pass auf jeden Fall war das dann furchtbar schnell gegessen, ne? Also wirklich furchtbar, furchtbar schnell. Okay. Und mir ist das... Die Leute, die mich, glaube ich, hier ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass wir relativ wenig Sachen peinlich sind. Also das zum Beispiel auch nicht. Und die hat das dann über mich rum erzählt. Was, dass du peinlich bist? Ja, das zum Beispiel auch. Nee, was hat sie rum erzählt? Dass es so schnell vorbei war.
Ach so, es geht darum, dass du Abspritzfaktor mal 1000 hast. Jo. Ja, ist doch egal. Ist doch dein gutes... Hatte. Ja. Oh, dann hat die da echt gedacht, die wird mir damit einen drücken. Ja, schnell hin und schnell weg. Einmal hin, alles drin. Kennst du doch. Schlampe. Jo. Hashtag Schlampe. Einmal hin, alles drin. Ich muss aber auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich das traut zu erzählen. Denn sie hat freitags mit ihrem Freund Schluss gemacht, samstags hatte sie was mit mir und am Montag war sie mit ihrem Freund zusammen, weil sie gemerkt hat, ich will nichts von ihr. Ja, da ist wahrscheinlich das Frühspritzsyndrom reingekommen. Ah, konntest du mehrmals abspritzen oder hast du nur einmal voll gemacht? Na komm jetzt, wir sind unter uns, Manuel. Das ist nicht so, dass uns jemand schaut. nur unter uns. Das war ziemlich verrückt. Ich war auf so einer Feierlichkeit mit Bekannten. Und die wollte das Ding auf jeden Fall sicher machen und hat dann eine extrem schlaue Sache gezogen, nämlich sie hat ihre billigen Freundinnen mitgebracht und dann zur gehobeneren Uhrzeit, nee, waren die alle nicht, hatte dann jeder von meinen Kollegen irgendwie eine von denen am Start und dann kam sie zu mir und was ist mit dir? Und dann musste ich mich der Mehrheit beugen. Dann habe ich gesagt, ja komm, wen interessiert es eigentlich? Kennst du Wayne? Ja, Wayne kenne ich. Ja, Wayne interessiert's. Wayne interessiert's. Das dachte ich mir dann auch. Na, ist doch nicht schlimm. Da hast du dich jetzt hier im Internet ja gut, du hast ja eine Maske, von daher. Ohne Scheiß, das hat mich so hart nicht gejuckt. Ach, warum auch? Weil du denkst, okay, das ist eine primitive Alte, die hat wahrscheinlich genug Ständer abgeritten, die Woche. Ist mir doch egal. Boah, die war aber so primitiv, das glaubst du nicht. Ja, na, es ist halt, wenn du auf einer charakterlichen Ebene mit einem bist und dich echt mit einer echt gut verstehst, dann ist es wahrscheinlich was anderes, wo du denkst, blöd. Aber wenn du denkst, oh, ja, dieses dumme Stück Mist, da flacke ich einfach mal schnell was rein und hau ab. Aber eine, mit der du dich charakterlich gut verstehst, die hätte dir nicht beim ersten Treffen angeboten, was willst du mit mir machen? Ja, wer weiß, vielleicht war sie so voll und so betäubt von deinem Rausch. Gift. Ja, komm. Habe ich dir das erzählt? Meinst du, wenn wir erfolgreich werden, dass wir dann auch mal koksen? Meinst du, wir machen das? Boah, ja, machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall? Okay, machen wir. Auf jeden Fall. Leute, macht uns erfolgreich, damit wir endlich mal koksen können. Ich habe echt überlegt, ob ich auch mal bekifft in die Show gehen soll. Oh nein. Doch, habe ich ehrlich überlegt. Oh. Kein Witz habe ich überlegt. Du würdest es ja gar nicht merken. Aber ja, weil ich sowieso nichts mehr kriege. Dass ich am nächsten Tag zu dir sage, lösch die Scheiße. Lösch die Scheiße, ich bin entjungfert worden im Livestream, was? Scheiße. Komm, nee, wir müssen jetzt zu einem ernsten Thema wechseln. Aber eigentlich, ich war ja schon das ein oder andere Mal besoffen in der Show. Ja, das weiß ich. Da hast du noch Alkoholrausch gehabt, das stimmt. Ja, einmal haben wir besoffen aufgenommen und die anderen Male war ich immer hart verkatert. Das haben sogar die Leute gecheckt. Oho. Ich hatte jetzt Angst, dass Windows rumschreit. Ja, ist egal. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, natürlich merkt man das, wenn der mal Daniel nicht mehr am Stisseln ist und nicht mehr seine Bizepsposen zeigt. Merkt man sofort. Aber ja, das macht dich halt aus. Weißt du? Macht dich so sympathisch. Yeah. Du willst eine Bizepspose? Ja, Leute, ich kann es nicht sehen. Von daher war es umsonst. War einfach nur dumm Gelaber von Manuel. Also wie immer. Vielleicht habe ich auch gar nicht meinen Bizeps angespannt. Vielleicht habe ich auch an meinen 12er Bizeps angespannt. Ja, komm. Nein, ja. Jetzt hier voll Themenwechsel. Jetzt hier voll voraus. Und wir lassen mal einfach mal laufen. Fitnessstudio-Betreiber redet Klartext. Fitnessstudio ist geschlossen. Zweiter Teil. Ich muss vorher nochmal abtrennen. Okay, es geht los. Schäm dich. Wir in der Fitnessbranche verdienen als Dienstleister ohnehin traditionell relativ wenig. Ich denke, das ist in Hotellerie und Gastronomie ähnlich. Wer bei uns mit einem Bruttogehalt von 2000 Euro im Monat nach Hause geht, der gehört schon zu den Besserverdienern. Wenn er seine Steuern und Sozialabgaben bezahlt hat, bleiben ihm davon noch gut 1400 Euro übrig. Davon kann man leben. Aber schwer. Jetzt mit Kurzarbeit null bekommt er nur noch 60% von seinem letzten Netto. Das heißt, er muss von 850 Euro im Monat seine Familie ernähren und seine Miete zahlen und seine Fixkosten. Wie das funktionieren soll, das erschließt sich mir nicht. Hart, oder?
Was für ein Fitnesstrainer hat eine Familie? Jeder Fitnesstrainer fickt momentan die geilste im Gym und auch nicht besonders lange. Ja, aber die alte Generation halt, die das. Es gibt, wird bestimmt 2-3% geben. Ja, die können ja nichts mehr ficken. Hast du da mal rüber mal Gedanken gemacht? Es läuft ja nichts mehr rum. Und wenn, ja, weißt Bescheid. Ja, das ist echt so. Ne? Also bei uns im Fitness, da haben die Trainer eigentlich immer so eine relativ geile Alte am Start, mit der die dann zusammen so Kniebeuge machen. Und dann merkst du richtig, die haben Bock, so gleich nach Hause zu gehen. Ja, du siehst auch bei manchen Leuten an, die Körperspannung, wie die sich unterhalten, die ficken. Die beiden ficken doch miteinander. Wir sind ja, genau. Kollegen. Ihr fickt miteinander. Jo, ja, du hast recht. Das siehst du echt. Ja, wie sie sich angucken und wie sie antatschen und wie sie bei gewissen Sachen macht. Entweder wollen sie miteinander ficken und einer hat kein, also sie will mit ihm ficken und hat keinen Bock drauf, der Typ, oder umgedreht. Oder sie ficken. Eins von beiden. Ich habe ja schon öfter mal meinem Fußballadress da die Geile im Fitnessstudio angeguckt, ne? Und dann kommt der Fitnesstrainer immer näher, packt der am Arsch und dann so von wegen Revier markieren und ich gucke dann immer traurig aus der Wäsche. Ja, aber da siehst du, wenn die sich unterhalten und er sagt, das Wasser ist nass und sie fängt an zu lachen, weißt du, sie ficken. Also sie lacht genau. Einfach. Ekelhaft. Jo, ja, stimmt. Ekelhaft. Joa. Ah, das mit den 1000. Die lachen dann so richtig herzlich und nicht so dumm. So. Ja. Haben wir irgendwas zum Lachen? Moment. Ist das toll? Ja. Freust du dich? Ja. Dann lach doch mal. Ja, so lachen die dann. Aber warte, zurück zum Thema. Warum sollte ein Fitnesstrainer eine Familie haben? Und warum sollte ein Fitnesstrainer eine Familie haben, die alleine versorgen muss mit 850 Euro? Ja, und warum verkauft ein Fitnesstrainer nicht an seinen Kofferraum Sachen? Jo. Ah, das geht ja nicht mehr. Es sind ja keine Leute mehr da. Oh. Ja. Nee, wir machen uns aber zu lustig. Also ich glaube, das ist schon echt eine harte Branche, aber ich bin der Meinung, du könntest noch Ernährungspläne oder sowas schreiben. Und da gibt es ja auch das geile Beispiel, Pascal Su. Dem geht es ja trotz der Krise relativ gut. Ja, der hat letztens 5 Euro an den Postboten gespendet. Ganz genau sieht's aus. Pascal hat richtig Knete. Falls ihr mal Geld braucht, schreibt Pascal ein. Pascal, gib mir Geld. Schreibt einfach mal Pascal, gib mir Geld. Mehr müsst ihr nicht machen. Einfach mal schreiben. Wenn er fragt, von wem es kommt, sagt er, keine Ahnung. Ja, was? Der meinte auch selber, dass momentan ist mit Trainingsprogramm natürlich relativ schwer, die zu verkaufen. Gut, verstehe ich. Aber mit Merch müsste es eigentlich trotzdem noch gehen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde zu Weihnachten einen Pullover von Pascal Su kriegen, wünsche ich mir Pascal, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Ich würde es feiern, wenn er so Tauben hätte, weißt du, so als Kuscheltiere, Pascal Brudi Täubchen, sowas halt. Würde ich nicht kaufen, aber ich würde es cool. Ja, Check ich glaube auch. Nein, da muss er mehr Taubenbeugen machen. Jo, das stimmt. Ja, wir wollen jetzt auch die Thematik, dass es wahrscheinlich, ich kenne zwar niemanden, der aus rein beruflichen nur als Fitnesstrainer leben kann, aber angenommen, wir spinnen das jetzt mal so weit, dass man wirklich mit 850 Euro, es gibt auch andere Berufe, wo du nur 1400 Euro und dann auf 850 und eine Familie hast. Darauf gesehen ist es schon heftig. Wenn du dann noch eine Alte zu Hause hast, die nichts macht und nur frisst und dann noch die Premium-Chips frisst, dazu zu diesen Premium-Chips auch noch die Premium-Soße möchte, dein Kind noch ein PlayStation-Abo haben will, das noch Fortnite-Skins haben möchte, ist vorbei, Leute. Ja, das ist vorbei. Das Banale, ne? Die armen Leute, da musst du abhauen. Stell dir mal vor, und dann trennt sich die Alte von dir und du hast dann nur die 850 Euro und, nee, du fällst ja unter dem Freibetrag dann unter 1000 Euro. Aber wenn du dann wieder voll verdienst, dann gehen sie dir dann wieder ins Geld. Also kannst du dir, wenn du als Mann 2 oder 3 Kinder hast und deine Frau verlässt dich, dann kündige. Ich habe da schon Geschichten gehört. Ja? Ja, ich habe auch noch nicht so eine Geschichte gehört. Der Typ, der kam auch über die Pfändungsgrenze, ne? Weil der hatte so ein Nudelglas mit Centstücken gefüllt. Okay. Und das Nudelglas war so viel Geld drin, dass er das pfänden musste. Da hat er die Kohle eingezahlt und er kam über diese besagten 1150 Euro, weil er muss ja seine Frau, seine Ex-Frau und seine Kinder für versorgen, ne? Und seinen Kredit, den seine Ex-Frau bedient hat, obwohl er davon die Geld gesehen hat. Mhm. Und dann war das, ich glaube, das waren 163 Euro in den Nudelglas. Ja, hat er nie gesehen. War direkt weg. Stell dir mal vor, schenkt dir deine Oma so ein Nudelglas voller Geld?
Ist es weg. Da war es weg. Ja. So, komm, wir gehen gleich weiter. Ich hab jetzt auf. Da kommt jetzt noch was mit Corona-Studie und da in dem Land und so, aber. Oh, ich kann jetzt Corona zurzeit überhaupt nicht mehr sehen. Ich meine, ich kann es auch nicht riechen, weil ich es ja habe. Weißt du, ja, wenn man nichts mehr riechen kann, dann hat man Corona. Da gibt's einige clevere Leute, die da trotzdem ja unterwegs waren damit. Ist egal, wir gehen weiter. So. Kennst du wer kennt Lexi Rox? Boah, den Namen kenne ich ja, hab gar kein Bild vor Augen. Also wo ich sie sehe, ich müsste sagen, dass ich bestimmt vor 7 Jahren darauf onaniert habe. Auf sie. Moment, wir lassen mal laufen. Fand ich eigentlich, sie ist eine Pornodarstellerin, müsst ihr jetzt am Anfang wissen. Ey, was guckst denn du da? Videos von dir. Wenn wir schon was zusammen drehen, dann will ich ja wissen, worauf ich mich einlasse. Was für Videos? Na hier, auf You. Ja, aber dafür brauchst du doch kein Video. Ja, perfekt. Dann können wir gleich loslegen. Ich wollte eh gleich mit dir ein Training machen. Anstrengend, aber geil. Also ich muss sagen, da, Moment. Das war vor 7 Jahren, Moment. Video. Ja, perfekt. Dann können wir gleich loslegen. Ich wollte eh gleich mit dir ein Training machen. Also vor 7 Jahren war das? Ja, hübsch. Gut. Aber wenn ich sie jetzt sehe. Geil. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Das hier ist Lexi Rox. Und ich muss sagen, wenn ich mir das Video angucke, wie alt ist es? Das ist schon 7 Jahre, ja. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen Sport zu machen. Und da ihr da draußen wahrscheinlich auch keine Geräte, kein Homegym zu Hause habt, machen wir einfach Übungen, die im Prinzip jeder ausführen kann. Jeder, weil ich bin wirklich ein Körperklaus, ne? Ich gucke mir Übungen an und sehe mal diese ganzen. Ach Gott, Alter, lass dich einfach knallen. Geht nicht so viel. So, komm, wir gucken uns jetzt mal eine Übung an. Da habe ich gesehen, dass der Johannes ein kleiner Perverslon ist. Action, komm. Knie raus, gegenhalten. Komm, guck hin. Ich stehe, es fühlt sich ein bisschen falsch an dieser Position. Oh, da hat er hingeguckt. Ist egal, mach weiter. Ja. Komm, von den Popo an. Knie bleiben raus und weiter, komm. Hoch. Guck dir das Schweinchen an. Anspannen, hoch. Und hoch, komm. Yep, Ein noch. Ja, prima. Und umgedreht in die Plankeposition. 5 Sekunden hast du noch Pause. 5 Sekunden hast du noch Pause. Okay. Ah, ich find's krass, wie unsportlich die ganzen Aerobic-Lehrerinnen auf You Anders Tube sind. Finde ich schon wieder, weiß nicht. Kennst du das, wenn die so frische 20 sind, wo du dir denkst, boah, das ist aber, die ist nicht fett oder so, der hat vielleicht so ein ganz kleines bisschen Babyspeck, geil. Und die siehst du dann 10 Jahre später wieder und denkst dir, scheiße, abhauen. Und so geht's den meisten Männern im wirklichen Leben. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Also. Ich hab erst überlegt, ob ich irgendeinen tiefgründigeren Spruch dafür habe oder so oder irgendeine Erfahrung, aber nee. Nee, ich muss mich noch her mal informieren, ob die Lexi noch so gut ist. Ich bin echt ein Freund von dünn. Ah, die ist jetzt, ja. Oh, komm. Lexi, alles Gute. Ich hoffe, du drehst weiterhin Filme. Wir müssen mal schauen. So, jetzt kommen wir zu Dauerwerbesendikus Not for Pussy, Checo. Ja. Oh. Martin Radkowski war bei Checo und da gab es so ein paar verrückte Fragen. Wollen wir uns die denn mal geben? Hast du da Bock drauf? Also, sehr, ich hoffe es nicht. Also ich höre dich wieder. Ja, aber du, als würdest du in so ein Russenloch hängen. Ach, naja, müssen wir mal cutten. So, dann lass mal jetzt Jacko laufen. Ob ich mir vorstellen könnte, einen Mann zu lieben. Nee, Leute, das kann ich mir nicht vorstellen. Und das will, also, ich sage mal so, eine Transe, wenn das Gesicht aussieht wie eine Frau und der Arsch aussieht wie eine Frau und die Titten gemacht sind, dann könnte ich mich an den Schwanz wahrscheinlich gewöhnen. Und wenn die Transe auch sonst feminin ist und so, und dann geht's ja auch nur hinten rein, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber einen richtigen Mann zu bumsen und den zu küssen, den lieb zu haben, auf gar keinen Fall. Finde ich beides sehr homosexuell. Ich habe 8-mal gesagt, ich würde keine Transe ficken. Ja, und ich habe gesagt, dass es schon beides homosexuell ist. Gefällt mir. Ja. Ja. Wobei es gibt ja immer noch den besagten Typen, der nur zu Transen geht, weil er eh nur ein Arsch schicken will und bei der Transe nur die Hälfte bezahlt. Ja, es geht aber darum, dass du ab und zu mal das Gehänge von ihr siehst und dass sie da es siehst von ihm. Ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf, Mann. Ja. Ja, komm, wir lassen jetzt noch eine Frage und dann geht's weiter.
ich fand's nicht gut. Es war einfach nur, ja. Das war keine Massage, das war eine Untersuchung. Von daher, ich will jetzt nicht weiterreden, sonst geht das hier wieder, weißt du, genau wie mit dem anderen Thema. Deswegen noch die Untersuchung. Ja, ich hatte da was, mir was zugezogen. Und dann habe ich das untersuchen lassen. Und dann hat er da praktisch, musste ich mich überbeugen, dann hat er den Finger rein und hat er drauf gedrückt und dann kommt vorne das durchsichtige Zeug raus und das hat er dann untersucht. Was? Bist du dir wirklich sicher, dass das ein Typ Mitarbeiter war und nicht so ein Typ? Nee, das war schon, der fand das aber gut, glaube ich. Wie der sich schon den Handschuh umgemacht hat und dann, er hat in diese Vaseline oder was das war, ich dachte, der macht da jetzt so ein bisschen dran, aber der ging da richtig rein, so in den Topf, ne? Ja, die Frage ist immer so, was denken sie genau dabei, so, ne? Weil das muss gemacht werden, aber mit welchen Emotionen gehen sie an die Sache ran, ne? Ja, ob es ihnen Spaß macht. Ah, ja. Oh, geil, jetzt fühl dich mal in den After älterer Männer. Kevin, also, 20 Jahre Student, ja? Aber du bist ja schon 3x7, du musstest doch auch schon die Untersuchung über dich ergehen lassen, oder? Nein, ich muss das auf jeden Fall machen. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr, aber dann wurde ich hart von Koranisierung gefickt. Da dachte ich mir, scheiß drauf. Ich mach das, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Aber ich werde es auf jeden Fall machen. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh nee, ich habe Angst, nicht, dass ich was habe. Ich so, bist du behindert? Oh, Moment, haben wir ja. Moment. Bist du behindert? So, habe ich dann gefragt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Lieber lasse ich mir irgendwas in den Arsch reinschieben, als dass mir dann gesagt wird, 10 Jahre später, wären sie mal vor 10 Jahren hergekommen, da hätten wir ihr Leben um 100 Jahre verlängern können. Weil wir haben jetzt die neue Cyborg-Technologie, aber da ihr After komplett verschlissen ist, werden sie morgen sterben. Wir werden sie entsorgen. Kann ja passieren. Das wird niemals passieren, denn jeder wird dann schon sich so ein kleines eigenes Ferkel gezüchtet haben, woraus man dann Teile entnehmen kann. Rosetten, Wirbelsäule, Bandscheibe, natürlich Niere. Ja, es gibt auch gewisse Körperfunktionen, die du nicht so einfach... Versuch mal, wie viele Meter Darm haben wir an uns? Dünndarm, Dickdarm? Warum denn Darm? Es geht ja nur um die Rosette nach so einem Burger King-Besuch. Dann wird dein Schweinchen geschlachtet und dann kriegst du die Schweinerosette. Du wirst bestimmt irgendwann mal was Schlimmes kriegen, bestimmt Schnupfen. Auf jeden Fall werde ich was Schlimmes kriegen, das weiß ich sogar. Wusstest du, dass der Verrückte nicht Prostata sagen kann? Prostata? Ja, du auch kann er nicht sagen. Was sagt er? Prostata. Vielleicht mal der Pro-Data-Verkehr im Internet. Jetzt würde sich der Otto-Normalverbraucher denken, wie... Ja, du lutschst schon wieder. Falsch sagt. Was? Ja, du hast gerade wieder kurz abgehakt. Wie oft muss man sich über Prostatas unterhalten, damit er es immer falsch sagt? Aber es kommt sehr häufig. Weiß es nicht. Echt häufig. Seine Prostata ist dick. Ja, auf jeden Fall war Martin bei den Jacko, der macht jetzt auf einmal wieder irgendwas mit Sport, obwohl er kein Fitnesskanal ist. Da habe ich jetzt nicht so aufgenommen. Und die beiden haben hier so ein bisschen Not for Pussy-Sponsor, deswegen ist, glaube ich, die Kooperation auch zustande gekommen. Ja, alles Gute, hoffentlich wird da eingekauft. Wir gehen einfach weiter. Antonia und der Wolfi haben eine wunderschöne Nachricht zu verkünden und warum ihre Lippe aufgeplatzt ist, werden wir natürlich auch noch erfahren. In der nächsten Woche. In der nächsten Woche, im nächsten Jahr. Ja. In Oktober im nächsten Jahr, zu Ostern. So, warte. Du darfst sagen, was ist am Donnerstag, Freitag. Ja, wir haben einen Dreh. Mit wem? Lexi Rox? Ja, darfst du sagen. Egon Kowalski. Ja, darfst du sagen. Halt dein Maul. Ja, aber vielleicht noch nicht jetzt heute. Doch, du darfst sagen. Galileo kommt am Donnerstag vorbei. Toni, also, das ist voll krass, weil die haben früher, ihr kennt das doch, die haben früher immer mit Jumbo Schreiner gefilmt. Ja, sich damit zu vergleichen, ist schon echt legendär. Die hatten auch früher, haben die auch Wissenschaftsmagazin, wissenschaftstechnische Videos gemacht, auch hochwertige Productions. Aber jetzt finde ich, Galileo scheißt einfach nur noch von Folge zu Folge rein und macht einfach nur Matt. Also mit Galileo hat er auch viel Bang gehabt. Also ich weiß nicht, ob man sich... Oder mit Jumbo Schreiner, der einen lebensechten Knebelvertrag hat, damit er immer mehr frisst und wahrscheinlich daran kollabiert. Danke ProSieben und Kabel 1 dafür. Das war gute Werbung für den Moor. Komm, wir lassen mal weiterlaufen. Aber der kann leider nicht mehr, deswegen darf Toni jetzt das XXL. Der kann leider... Was? Warte, das wusste ich gar nicht. Warte, der kann nicht mehr, weil er zu viel war. Was? Weil die haben früher, ihr kennt das doch, die haben früher immer mit Jumbo Schreiner gefilmt, aber der kann leider nicht mehr, deswegen darf Toni jetzt das XXL-Schnitzel essen. Du bist so blöd. Mann.
Die wollten nein, einfach, weil Jumbo war auch einfach zu schwach. Und jetzt darf Toni XXL-Schnitzel essen plus XXL-Burger hinterher. Da haben wir genau die richtige gefunden. Oh, ist das schön. Das Ding war, der hat ja immer diese Sachen zubereitet, die auch irgendwie gar nicht lecker ausgesehen haben. Und hat das immer gleich emotionslos gegessen. Also hat das immer das Gefühl... Ja, warte mal, ich muss mal gucken, ob der Wolfi sie wie eine Katze packt am Nacken. Warte, das sah gerade so aus. Moment. Wir gucken. Er packt und sie jetzt gleich. Jetzt darf Toni XXL-Schnitzel essen plus XXL-Burger hinterher. Da haben wir genau die richtige. Oh ja, nee, doch nicht. Ich hab gedacht, der fässt sie wie eine Katze an. Nein, kein Hate natürlich. So, hier geht's weiter. Guck mal, wie süß und verliebt die schauen. Jumbo Schreiner, ich geh kaputt. Ja, Jumbo Schreiner und More Nutrition in einem Satz. Ist gut, Werbung. Stell dir mal vor, der futtert jetzt More Nutrition Produkte, Diätzeugs, und der wird immer fetter. Unsere Diätprodukte zum Zunehmen. Wäre auch geil. Vielleicht ist es auch, ich glaube, so würden Leute noch mehr kaufen davon. Allgemein jetzt. Wenn du genau das Gegenteilige bewirkst. Ich wüsste so genau, was der da wieder labert. Oh, besonders lecker. Oh, die Zubereitung so einfach. Oh, und so lecker. Ja, hat so wenig Kalorien auf meinen 5000 Kilokalorien, die ich am Tag esse, kann ich mir noch was Leckeres gönnen. Stimmt. Ist eigentlich clever. Guck mal, mein kleinen Vergewaltigerbart, den habe ich mir heute getrimmt. Juhu. Warte, wir haben jetzt noch was Wunderschönes. Also Leute, was kein Witz war, ist, dass Galileo kommt. Was ein Witz war, ist, dass Toni XXL-Schnitzel essen macht, weil dafür kommen die nicht. Aber Galileo kommt tatsächlich am Donnerstag. Das wird auch richtig krass. Und ich kann euch ja sagen, ich habe ja heute Morgen in meiner Story verkündet, dass wir ab nächstes Jahr eine eigene Produktion haben werden. Und da wird Galileo auch reingehen. Das heißt, ihr könnt einfach im Fernsehen dann die More-Produktion bei Galileo sehen. Das wird so cool. Ciao, ne? Ich heb ab. Nein, Tonis Lippe ist nicht kaputt, weil ich meine Gutscheine im Liebes-Adventskalender eingelöst habe. Ja, ich habe hier ein Stressbläschen und das ist irgendwie gerade heute. Ich weiß nämlich übrigens auch bei was. Guck mal, okay, so. Dann hängt es doch zusammen. Das hast du mir schon gesagt. Ich wollte dich noch retten. Nee, weil ich bin echt sauer. Ist das echt weil, dabei aufgerissen? Ja, weil ich habe mich voll darum gekümmert und es war schon voll zu. Also dann hattest du doch recht, Tonis Lippe ist deswegen demoliert. Tut mir leid, Schatz. Hab ich gar nicht gemerkt. Das ist so, wie gemerkt, dass du das nicht merkst. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall war es ein Stressbisschen jetzt. Ist es halt. Ah. Ja. Dass du sprachlos bist, hast du nie erlebt. Nee, ich habe gerade überlegt, wie das auch noch... Ich habe jetzt eine zweite Theorie, wie das zustande gekommen ist. Ich war jetzt nicht sprachlos, ich war einfach nur geil. Also, kann man das so sagen, dass ein Mädchen den After von den Kerl leckt und seine Haare so struppig rasiert waren, dass sie daran... kann man das erzählen im Internet? Das ist meine Vermutung. Nee, oder? Soll man überlassen. Vielleicht hat sie auch Stress gehabt, dass der Lieferando-Bote gleich kommt und der Christian sagt, oh, das wird heute eine lange Nummer und ja. Vielleicht war Lexi Rox auch zu Besuch. Ach, nein. Aber eigentlich kriegt man doch so einen Herpiss, wenn man sich hart ekelt, oder? Nee, muss nicht sein. Ich weiß, worauf du wieder hinaus willst, aber wir können morgen nicht abbrechen, du weißt doch. Die kommen dann sofort mit den Schlagstock. Das war ja auch nur eine Vermutung, die ich im Raum gestellt habe und ja, keine Aussage. Nee, wir wollen hier nicht irgendjemanden was... Was im Bett passiert, wenn das im Bett passiert ist, dann bleibt es auch im Bett. Du weißt das. Was in Köln passiert, bleibt in Köln. Und weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid. So, dann kommen wir jetzt mal zu was. Oh, wir kommen ja heute. Es ist ja echt, waren nur noch nackte Boys hier im Internet. Auf jeden Fall war wieder Pauli unterwegs im Internet. Sie haben wieder auf irgendeiner schweinischen Seite rumgewebcampt und dann wurden sie gefragt. Guten Tag. Was geht ab bei euch? Warum seid ihr nackt? Wir sind nicht nackt. Wir haben nur kein T-Shirt an. Ja, und nachher gehen wir zusammen duschen. Weiter geht's. Ja, ich weiß nicht, warum sind die denn hier immer nackt? Warum haben die noch Boxershorts an? Was ist denn mit der Generation Jugend los? Manuel, warst du auch mal in Boxershorts mit deinem besten Freund vor der Webcam und hast Geld verdient? Nein. Ich auch nicht. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Achtung, es folgt der tägliche Rant, heutiges Thema, wie reduziere ich das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus? Wir gucken uns jetzt einfach mal an. Rant geht gleich los. So, ich lese mal vor.
falls ich das kann. Achtung, Ironie. Als erstes gehe ich mit meinen Freunden Nacktfotos in der Innenstadt machen, also ist auf Paul Unterleitner angelehnt. Das bringt Spaß und wie ihr sehen könnt, sind hier auch gar keine Leute. Außerdem ist wissenschaftlich bewiesen, dass Zeit an der frischen Luft mit Freunden sich gut auf die Psyche auswirkt. Wunderschön. Unser Partnerlabor Reißer, bla bla, sagt auch, dass unser Immunsystem sich selbst schützen kann und wir gar keine Impfung brauchen. So. Das ist Quelle Instagram Paul Unterleitner und der Dale, der gute Dale, hat dazu was geschrieben gehabt. Also hat dieses Rant gemacht. Moment, ich muss jetzt weiterlaufen lassen. Danach geht ihr mit euren Freund schnell nochmal shoppen. Dann ist ja bald Lockdown. Spontaner, erfolgreicher Shopping-Trip. Bei Paul Unterleiter und Johnny Münster. Die sind immer nackt. Was ist denn da nur los? Ja. Was ist denn das? Nicht, dass mir jetzt demnächst hier nackte Jugendliche entgegenkommen. Das ist ja. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Bonus für alle Rant-Feinschmecker. Na, wer findet den Fehler? Omega-3 fördert nicht die Blutgerinnung, sondern hemmt sie in geringer Maße. Bedeutet, der junge Mann hält hier seine blutigen Finger in die Kamera und versucht Omega-3 damit zu bewerben, dass es die Wundheilung fördert, während es das Gegenteil tut. Weil er hat nämlich geschrieben, zum Glück nehme ich genügend Omega-3 für Blutgerinnung und Wundheilung. Paul Unterleitner, Zitat. Der Bass muss ficken. Mozart. So. Zitat. Das war wenn ich die beiden vergleiche, ne, dann finde ich, der Münster ist so ein sympathischer Dude und der Unterleitner kommt einfach immer so creepy rüber. Ich weiß auch nicht. Obwohl der die geilere Linie hat. Ja, der Unterleitner kommt mir halt so vor, als würde er gerne im Wald leben. Fertig. Ja, genau. Das ist so eine. Du könntest den mit irgendeinem Topmodel shoppen schicken und er würde trotzdem wiederkommen und würde aussehen wie ein Waldschrat. Das ist recht. Ja, ist aber auch schön. Muss auch sein. So Holzfällerhemd, schön im Boxershorts, dann im Winter. So ein paar Bäume gefällt. Geil. Ja. Geil. Paul, hau raus. Gefällt mir. So. Und dann kommen wir jetzt zur guten Melli. Melli Matzen. Die hat ein bisschen mit dem Hund gespielt und jeder hat sie gefragt. Ich lasse jetzt mal laufen. So, während Herr Matzen gerade Videos für euch abdreht, habe ich die glorreiche Aufgabe, den Dogo zu beschäftigen. Und gleich geht Herr Matzen sogar mit Iron Mike live. So, und viele haben sie gefragt, warum spielt denn der Hund mit dem Sexspielzeug? Wie ihr es hier sehen könnt. Und da kommt eine schöne Antwort von ihr. Moment. Fand ich sehr schön und emotional genau korrekt. So, und jetzt einmal kurz an die primitiven Kackbratzen unter euch. ja, das ist ein Hundespielzeug. ja, genau. So, mit sowas musst du dich im Internet rumschlagen mit solchen Leuten. Und die disliken dich auch noch und haten dich. Oder sie mögen dich und kaufen unser Merch. Wir haben kein Merch, spendet irgendwas an eine Tierhilfsorganisation. Aber nur an Hunde. Doch. Wenn da Katzen mit drinne sind, dann nicht. Nur Hunde. Hundestiftung. Wenn da Katzen mit... Nein. Aufhören. Bitte. So. Gut. Kommen wir zur Bundesbizepsministerin. Heute mal wieder die Kontinenz einer 80-Jährigen bewiesen. Wir hatten das ja schon mal vor gefühlten 20 Jahren. Wir lassen mal laufen. Also wie sie. Wir lassen mal laufen. Oh. Da merkt sie, oh mein Gott, ich finde die so sympathisch mit ihrer Art. So, jetzt hat sie die Windel gewechselt. Und dann hat sie noch ein paar Nachrichten bekommen. Das wurde angeschrieben, ob das normal ist bei Mädels. Und wir lassen mal laufen. Nachrichten dazu bekommen, was es denn mit dem Pinkeln auf sich hat und warum ich mich eingepinkelt habe beim Heben. und was es mit meinem Windelwechsel auf sich hat. Einmal kurz für Nicht-Powerlifter. Also bei Frauen. Auch bei manchen Männern, aber häufiger bei Frauen, ist es so, dass sie beim Beugen und beim Heben des Häufigeren etwas Urin verlieren. Manchmal auch etwas mehr, so wie heute. Und das kann unterschiedlichste Ursachen haben. Es ist auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Es ist meistens nicht eine klassische Harninkontinenz, wie sie zum Beispiel alte Menschen oder so haben, weil das halt nur bei den spezifischen Übungen und auch nur mit entsprechendem Trainingsgewicht auftritt. Bei mir hängt es einfach sehr stark damit zusammen, wie eng ich meinen Gürtel geschnallt habe, welche Gewichte ich bewege. So, also liebe Frauen und liebe Männer, wenn ihr euch da mal ein bisschen einpinkelt,
Ist nicht schlimm, kann vorkommen, falls der eine oder andere sich da jetzt verrückt gemacht hat. Und ich hatte es ja schon mal erzählt, ist dir mal aufgefallen, dass viele Sportler Zahnlücken haben? Genau in der Mitte. Arnie, Martin und sie, Martin, auch noch ein paar andere. Das ist so ein Indikator, so könnte höheren Testosteronspiegel haben, habe ich gehört. Ja, ich auch mal gehört. Habe ich auch schon mal, ja, weil ich schon mal erzählt habe. Die, wo das damals passiert ist, bei der Freundin von Marc Traut, die hat das ja zum Beispiel vorfertig gemacht, aber ich, zum Beispiel, ich finde das jetzt nicht schlimm. Also wie sie, Bundesbizepsministerin damit umgeht, ist ja komplett cool. Legitim. Ganz ehrlich, wenn ich mich im Training einpissen würde, weil ich gerade Gewicht XY gebeugt habe, ich würde mich kaputt lachen. Also kein Witz jetzt. Ich habe mich schon mal als Kind eingepisst, wo ich meinen Hund hochgehoben habe mit einer Hand oder mit zwei Händen. Und er die ganze Zeit gezappelt hat, da musste ich, habe ich mich so angepisst vor Lachen. Ja? Das war ja auch so eine Art Kreuzübung heben. Und mehr oder weniger. Das war so lustig. Da habe ich mir voll eingepisst. War geil. Fällt mir. Wir sind ja unter uns, da kann man das mal erzählen, meine Güte. Ja, das ist richtig. Tja, seitdem werde ich liebevoll Pisshose genannt. Nein. Von meinen Eltern. Scheiße. Okay. Nee, also wer sich einpisst, ist alles geil. Hast du schon mal nachts eingepisst? Bist aufgewacht und warst voll nass? Naja, ich habe mich schon mal eingewichst. Eingewichst? So richtig? Ah. Also eingewichst und eingepisst habe ich nachts noch nicht hinbekommen. Vielleicht sollte ich mal ganz viel trinken und dann schlafen gehen. Ne? Der Selbsttest. Im warmen Wasser mit der Hand. Soll das funktionieren? Geht das? Funktioniert das? Angeblich geht das, ne? Ich denke schon, dass es mit warmem Wasser. Aber ich muss hier auch mal. Ich habe sowieso gerade mit dem Wasserproblem. Der muss nämlich Pipi. Ganz dringend, Flexiboy. Ja, der Flexiboy. Der muss Pipi. So, dann haben wir jetzt noch was. Das hat, glaube ich, Martin gepostet. Oh, ich habe gespuckt. Bin aber auch eine feuchte Sau heute. Aus eingepisst und jetzt bespuckt. Darauf stehen die Mädels. Haben miteinander beschlossen, dass die Verordnung der Länder bis zum 10. Januar gelten werden. Also. Es war King of Queens. Und dann sieht man halt, wie die Angela labert. Also man sieht es nicht, man hört sie. Und dann, wie sie Duck und Carrie hieß sie, glaube ich, dann so ein Wirkgeräusch haben bis zum 10. Blablabla. Bla, bla. Ja, das war ganz kurz. Was haben wir da noch? Ach, der gute Max. Nee, brauchen wir Max heute? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, komm, heute mal Max nicht. Dann kommen noch ein paar Brüste. Kommen wir nur Brüste. Oh, es war Lea. Ja, Lea sagt wieder, ihr Dr. Raab hat ihre Titten schön gemacht. Ihre Brüste. Ja, man sieht die Narben kaum. Aber echt krass, was das für ein Fusch war, ne? Ja, natürlich, ey. Vor allem, da kommst du als junges Mädel dahin, willst deine Brüste mit dir machen lassen, weil das einfach dich nur selber ankotzt und anekelt, dein Selbstvertrauen in den Arsch gefickt wurde. Und dann kriegst du auf einmal dann solche Schläuche ins Gesicht gehangen. Boah. Und bist dir deine ganze Kohle los, ne? Ja, ne, auf Kohle hin und her geschissen. Es macht dich doch selig kaputt. Wenn du körperlich. Ja, nee, in der Regel, wenn du so ein Gebrechen hast und das ändern willst, dann hast du ja lange daraufhin gespart. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, gut. Vielleicht hat sie da mal ein paar more Proteindosen mehr verkauft und ja. Ich glaube, Lea war schon ziemlich gut aufgestellt, was mit Geld betrifft. Jetzt natürlich so eine XY-Mädel, was hier Putzkraft oder sonst irgendwas ist und solche Schläuche dann am Werk hat, das ist scheiße. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, hahaha. Nee, ist wirklich scheiße. Das ist blöd. Ja. Ich lasse mir auch die Lippen bald aufspritzen. So. Wird doch langsam Zeit, ich kann dich gar nicht mehr sehen, da du. Du siehst mich sowieso nicht. Ja, du mit deinen dünnen Lippen. Du mit deinen dünnen Schamlippen. Ey, wenn man sich die Schamlippen aufspritzen lässt, also als Frau, ob das geil ist? Ist nicht. Findest du aufgespritzte Schamlippen geil? Hast du schon mal hast du die schon mal gesehen? nee, hab ich nicht. Komm, wir lassen mal weiterlaufen. Oh, ich glaube, ich muss jetzt hier pinkeln. Einfach hier in den Becher. So sehen die Narben nun aus. Man sieht so ein bisschen Brust so von unten und dann sieht man die Narben. Hallihallo und einen wunderschönen guten Mittag, Freunde der Sonne. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit, über Brüste zu reden. Das ist schon eine Weile her. Genauso wie meine Korrekturoperation jetzt schon eine Weile her ist. Ha, Königin der Überleitungen. Ja, also die Korrektur meiner ersten Brust-OP ist halt... Okay, ja, Lea ist jetzt wunderschön. So, ja, hat jetzt nochmal in Erinnerung gerufen. Aber was mir jetzt allgemein aufgefallen ist, es werden irgendwie, seitdem wir so die 2 Jahre so Fitness haben... Und man die Mädels so beobachtet,
Irgendwie werden die immer schlimmer vom Aussehen her. Also, mir gefallen die immer weniger. Was ist denn da noch los? Ist bei dir auch so? Ich fand Lea früher wirklich extrem gut. Jetzt nicht mehr so gut. Wen ich hübsch finde, ist von Smart Games die Sally. Die finde ich hübsch. Echt? Ja, also die hat sich jetzt nicht verändert. Also, wenn du die vor zwei Jahren siehst. Die läuft zu maskulin. Ja, das ist ja geil. Ich finde starke Frauen übelst attraktiv. Boah, krass. Also wirklich, finde ich übel. Das ist auch ein Indiz für ein bisschen Schwulität, ne? Echt? Ich stehe auf schwule Frauen. Nein, vielleicht will ich ja jemanden haben, der mich in den Arm nimmt und sagt, nein, der böse Hund kommt nicht nochmal und beißt dich, Flexi. Ich beschütze dich. Ich bin deine Freundin. Kann sein. Kann ich mir bei dir vorstellen. Ja, ich möchte auch mal in den Arm und über die Schwelle getragen werden. Vielleicht möchte ich das ja auch. Ja. Believe, just believe. Make America great again. So. Oh, und jetzt kommen wir zu absoluten, Gewichtsaufräumverweigerer wahrscheinlich und Trainingsverweigerer. Hab ich als Training versagt. Görki, man sieht schon, wie er guckt. Wunderschön. Finn und Sören von der guten Lady, ich weiß ihren Namen schon gar nicht mehr, die ja an Religion geglaubt hat. Und Görki musste dann sollte die Videos bitte offline nehmen. Schöner Schachzug von ihnen, aber hat die Klicks versaut. Ich hätte gesagt, drauf geschissen, du bist jetzt online. Deine Religion ist einfach nur, wenn du nicht an die Science-Trology-Kirche glaubst, gibt es keine Religion. Das muss eure Antwort auf die Kirche sein. Ach ja, Kevin Wolter, aber nochmal zu was zu erwähnen. Ihr müsst das Video trotzdem disliken. Moment, ich muss nochmal zurück. Warte, ich muss Kevin Wolter disliken. Moment, wo ist er? Wo ist Kevin Wolter? So. Weil er will nämlich 25% an die Kirche spenden. Dislike. So, wollte ich nochmal. Warte mal, war das auch Kevin Wolter? Nicht, dass ich irgendeine Scheiße erzähle. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte irgendjemand 25% an die Kirche spenden. Ich habe jetzt Kevin gedisliked. Schreibt's in die Kommentare, wer es war. Ich glaube, es war Kevin. So, weiter geht's. Ach, ich weiß doch nicht, wer. Komm hier, Görki, komm hier. Gibt's auch noch einen. Wir disliken jetzt einfach mal durch, komm. Nee, da dislike ich jetzt nicht. Da ich jetzt nicht weiß, wer es war, kriegt jetzt jeder einfach einen Dislike. Simon war es bestimmt nicht, der kriegt aber auch ein Dislike. Ne, der war es auch nicht. Ja, Leute, da müsst ihr euch jetzt mal Zeit nehmen. So. Pacheco war es auch nicht, gibt auch ein Dislike. So, da kann ich jetzt nicht disliken. So. Das macht einen schon sympathisch, oder? Wenn man zeigt, wenn man disliked, finde ich schon geil. So, komm, weiter geht's. Viele jüngere Leute, aber ich sehe mich da komplett selber. Am Anfang einer Sache nicht wirklich merken, dass es eine Chance ist, die vielleicht nicht mehr wiederkommt. Versteht ihr, was ich meine? Bei jüngeren Leuten ist das so, beim Finn war es genauso, ich kenne es aber auch von früher noch, dass man denkt, ja, wenn ich jetzt nicht so durchziehe oder gerade auch keinen Bock habe, dann mache ich das halt in 2 oder 3 Jahren nochmal. Da wird nochmal eine Idee oder eine Chance kommen, wo ich das nochmal machen kann. Und ich sage euch ganz klar, jetzt mal vorweg vor diesem ganzen Ding, das wird nicht mehr kommen. Und genau diesen Faktor, den Leuten wie dem Finn, auch den Sören oder Joanna einzubläuen, dass das jetzt diese Chance ist und dass man die Chance ergreifen muss, das war ganz... Ja, auf jeden Fall haben die drei Jugendlichen es verkackt und haben zu Gürke gesagt, nö, danke. Vielleicht kommt ja der ein oder andere auch mal wieder. Kurz zusammengefasst. Das hätte man in 20 Minuten auf 2 runterbrechen können. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist das Generation Fortnite für mich. Oder Generation Greta Thunberg oder Generation, was gab's noch Negatives? Bayern München. Genau. So, haben wir alles durch. Einfach die Bayern. Die Franken auch, natürlich. Wir dürfen hier alles nicht vergessen. Nein. Und die Österreicher, ja, die Österreicher müssen wir ja auch, da kommt auch aber Österreich, wirklich, kommt nur Schlechtes. Ja. Ist wirklich im Mensch schwach gewesen, allein von dem Finn. Der war noch lange nicht am Ziel und der Görki hat ihm das so ein bisschen geebnet. Also ich fand nicht, das cool, wie er es gemacht hat. Ja, war gut. Und er hat einfach hingehauen. Ja, also, ja. Wenn ich. Aber wenigstens so ist er sich treu geblieben. Er ist Schmetterling. Ach. Du bist so eine Fotze. Mann, ja, darfst du nicht sagen. 1,23, merkst du. Hodenkobold. So. Ich muss es wieder piepsen. Warum versagt denn das Mikrofon nicht bei dir? So. Nee, auf jeden Fall sieht man immer wieder, oder kriegt's mit, dass. Ich weiß nicht, ob das auch das Internet damit zu tun hat, dass man so viele Eindrücke von anderen Sachen kriegt und sagt, da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist wie mit der Amazon-Wunschliste. Das will ich mir jetzt kaufen. Nein, morgen kaufe ich mir das. Oh nee, jetzt will ich das. Dass man einfach. Zu viel,
wie kann man sagen, einfach zu viele Möglichkeiten hat, irgendwas zu machen, die Synapsen einfach überschwappen, sozusagen, und man nicht an dem Ball bleibt, vielleicht die jüngere Generation. Ja. Also, oder auch diese Null-Bock-mehr-Generation, ich weiß nicht, ist immer leicht jetzt, wenn man ein, zwei Generationen weiter ist, das da so zu sagen. Irgendwie nötigt jede Generation über die andere, man ist ja immer klüger. Sagte der 18-Jährige auch, oder der 28-Jährige, oder der 38- oder 48-Jährige. Das ist immer so etappenweise, oder? Aber mir kommt es immer so vor, dass wir immer dümmer werden. Ich meine, ich bin ja schon eine extrem dumme Generation. Aber wenn ich mir denke, dass was jetzt alles nachkommt, jetzt stellt sich mir die Frage, die jeder so beantwortet. War unsere Generation genauso dumm? Da sagt unsere Generation ja, nein, die sind dümmer. Aber das sagt ja jede Generation. Was ist, wenn das wirklich so ist und immer die Generationen dümmer und dümmer werden? Haben wir dann bald alle ein iPhone? Findet's heraus. Im Jahr 2021. Nein, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. So ist es auch der Schlussmonolog. Ich kenne schon viele dumme Leute. Ja. Wollen wir es einfach so stehen lassen? Ich kenne schon viele dumme Leute. Outro? Ja. Oder willst du noch irgendwas sagen? Ich bedanke mich für die Show und ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Euch allen. Ja, euch allen, meine Freunde. Und kaufen. Sind wir nächste Woche nochmal da, ja, oder? Nächste Woche machen wir nochmal eine Show. Ja, machen wir nochmal. Boah, ja, vielleicht. Vielleicht machen wir auch, sagen wir auch nö. Vielleicht sagen wir auch ja. Vielleicht kommt auch was anderes. Ich nagelt mich nicht fest, wie Jesus am Kreuz. Moment, ein Trennröpser. Oh, ich konnte ihn noch abwehren. Ja, so. Ja, Leute, wir sind raus. Manuel, euer Applaus, Outro, hau ich raus.